Hallo und herzlich willkommen zurück zu Agatha Christie Mord im Orient Express. Ja, in der letzten Folge haben wir ihre Geschichte gehört und jetzt haben wir ein Rätsel. Ich glaube, da müssen wir auch noch was machen. Zu welcher Verbindung steht Mademoiselle Locke zu Raquette? Oder Raquette? Okay, ich sollte heute nicht mehr reden, ich merke das schon. Es ist zu früh am Morgen, meine Gehirnzellen sind alle noch eingefroren, weil wir draußen minus 5 Grad haben und 20 Zentimeter Schnee oder so. Deswegen, naja, okay, sagen wir 15 Zentimeter Schnee. Ein Foto von Daisys Kuscheltier im Mülleimer. Ein Koffer von ihr. Dann arbeitet für die Polizei. Hat wahrscheinlich zwielichtige Geschichte. Ja, klar. Hat sich vor ihm versteckt, hat ihn nachspioniert. Das ist das logisch. Das war einfach. Naja. Schwieriger ist es herauszufinden, wer raucht. Ich muss die Zugpassagiere weiter befragen. Okay, kann ich hier noch irgendwas so als Hinweis oder so? Nee, nur dass es 6 Passagiere sind. Okay, gut. Dann gehen wir mal hier raus. Im doppelten Sinne. Können wir jetzt hier direkt gucken? Ich denke ja immer, es könnte dann eventuell... Achso, ich kann auch... Ah. Ich denke ja dann immer, es könnte eventuell sein, dass jetzt hier ein neuer Hinweis kommt. Vielleicht finde ich auch hier draußen Schnurrbart oder sowas. Wer weiß, wer weiß. Ich weiß jetzt nicht, welche Passagiere ich befragen soll. Deswegen gucken wir erstmal eben hier, wo ich sowieso schon bin. Ach nee, ich bin ja... ich bin ja gar nicht bei mir. Ich bin ja bei ihr hier hinten. So, die 105, da ist sie drin, oder? Moment. Ja, doch. Captain Arbuthnot, bitte entschuldigen Sie, aber könnten Sie mir ein paar Fragen beantworten? Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie mein Ticket gefunden haben, Poirot, aber der Zeitpunkt ist ungünstig. Mit so viel Widerstand hatte ich nicht gerechnet. Ich muss sicher sein, bevor ich den Captain beschuldige. Ich will ihn nicht beschuldigen, ich wollte einfach nur nochmal klopfen, aber naja. Irgendwie ist das hier... Oh, wieso haben sie jetzt hier abgeschlossen? Darf man immer noch nicht rein? Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, kann man hier irgendwo sehen, wie viele Schnurrbärte ich habe? Inventar? 0 von 3 in diesem Kapitel. Ach ja, wir haben ja ein neues Kapitel begonnen. Ja, ja, stimmt. Stimmt. Das war... meine Kabine. Ach so. Ich dachte gerade schon, wieso geht er jetzt einfach so in irgendeine Kabine rein? Ja, stimmt. 202. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Ich habe nur geguckt, ob hier so ein Ding zum Klopfen ist. Hier so ein Kreis. Okay, also hier kommt nichts. Ist hier jemand auf Toilette? Keiner da. Okay. Ich dachte, vielleicht ist hier irgendwo was mal in den Mülleimer geworfen worden oder so. Die meisten Passagiere kommen tagsüber an der Bar vorbei. Sie essen, trinken, schreiben. Vielleicht kann ich diese Informationen für meine Ermittlungen nutzen. Oh, nicht solche Fragen. Da haben wir doch schon festgestellt, dass ich da ganz blöd drin bin. Wie kann ich am besten herausfinden, ob jemand Rechts- oder Linkshändler ist? Ja, Beobachtung vielleicht. Bitte Monsieur Faucher, die Hände der Fahrgäste zu beobachten. Wieso mache ich das nicht selber? Frage die Passagiere direkt, ob sie Rechts- oder Linkshändler sind. Frag Bug, ob diese Passagierdaten irgendwo festgehalten wurden. Warum sollten die festhalten, ob die Rechts- oder Linkshändler sind? Hervorragend. Ja, das könnte funktionieren. Er scheint ein aufmerksamer, junger Mann zu sein und bedient die Fahrgäste regelmäßig. Wie kann ich am besten herausfinden, das ist die gleiche Frage, bitte jeden etwas in der Hand zu halten, bitte jeden etwas zu schreiben, bitte alle zu zeigen, mit welcher Hand sie schreiben. Nö, bitte jeden etwas zu schreiben.
auch wenn es halt auffällig wäre. Aber gut, wenn man jeden was bittet, in die Hand zu halten, ne? Wenn man da alle zwei Minuten jemand anderen bittet, oh, können Sie das mal eben festhalten und so für mich? Ich muss mal kurz meine Schuhe zumachen oder so. Wäre genauso auffällig. Und normalerweise ist es so, jemand, der jemand anderen ermordet, ist nicht unbedingt dumm. Es sei denn, es war im Affekt. Richtig. Ja, wenn ich die Fachgäste bitte, etwas Triviales zu schreiben, tun sie das vielleicht instinktiv mit ihrer dominanten Hand. Übrigens, ich antworte deswegen so ausführlich, warum ich das denke, weil ich denke, dass euch das auch interessiert. Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben, ob euch das interessiert oder nicht, oder ob ihr einfach nur wollt, dass ich die Antworten auswähle. Aber ich persönlich, ich finde es auch immer interessant, wenn andere Leute dann sagen, wie sie darauf gekommen sind. Wie kann ich am besten herausfinden, ob jemand Rechts- oder Linkshändler ist? Schon wieder? Bitte Monsieur Michel, wer war denn nochmal Michel, zu notieren, wer Linkshändler ist. Ja, aber die, die da nicht notiert werden, sind nicht automatisch Rechtshändler. Erinnere dich an ein Gespräch mit Monsieur Bouc über die Hände der Passagiere. Gibt's keins? Ich sollte versuchen, mich daran zu erinnern, ob die Person, die ich bereits beobachtet hat, die rechte oder linke Hand benutzt haben. Das wäre logischer. Adäquat. Ja, ich werde mir merken, wer seine rechte oder linke Hand benutzt hat. Et voilà. Hallöchen. Mademoiselle Debenham, ich habe ein paar Fragen an Sie. Natürlich. Beginnen wir damit, wie Sie Ihren gestrigen Abend verbracht haben. Da gibt es wenig zu erzählen. Ich bin ins Bett gegangen und habe geschlafen. Kannten Sie den Ermordeten? Ich habe ihn gestern beim Mittagessen zum ersten Mal gesehen. Ist Ihnen etwas an ihm aufgefallen? Nun, wenn ich viel auf Ausstrahlung geben würde, würde ich sagen, er wirkte dunkel. Würden Sie bitte Ihre Adresse auf dieses Stück Papier schreiben? Natürlich. Okay, Sie... Achso, ja, müssen wir mal selber auswählen. Das ist es. Mademoiselle Debenham ist Rechtshänderin. Nehmen wir zumindest an, wenn sie ganz clever ist, könnte es auch sein, dass sie sich beidhändig angewöhnt hat und eigentlich Linkshändlerin ist. Aber gut, so clever sind die vielleicht nicht alle. Erinnern Sie sich, wann Mademoiselle Hudson bei Madame Hubert Aspirin geholt hat? Ich hatte zufällig auf die Uhr gesehen. Sie verließ unser Zimmer kurz nach 22.30 Uhr. War sie eine längere Zeit weg? Vielleicht 5 Minuten. Das bestätigt, was Madame Hubert mir erzählt hat. Rauchen Sie zufälligerweise? Nein, noch nie. Besitzen Sie ein scharlachrotes Nachthemd? Nein, das ist nicht meins. Wem gehört es dann? Keine Ahnung. Worauf wollen Sie hinaus? Sie haben nicht gesagt, nein, sowas habe ich nicht. Sie haben gesagt, das ist nicht meins. Das bedeutet, dass Sie wissen, wem es gehört. Habe ich recht? Oh, ich verstehe. Nein, ich bin heute Morgen gegen 5 Uhr mit dem Gefühl aufgewacht, dass der Zug schon länger steht. Ich öffnete die Tür und sah jemanden in einem scharlachroten Kimono am Ende des Korridors. Sie hatte mir den Rücken zugewandt. Es war unmöglich zu sehen, wer es war. Ich verstehe. Lüge. Lüge. Sie hatte gesagt, um 5 Uhr morgens. Und das war um 1.45 Uhr. Ich habe mir es extra aufgeschrieben. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Mademoiselle. Guck nochmal eben, aber ich glaube jetzt nicht, dass wir hier noch... Ich weiß auch natürlich nicht, wie die das machen, ne? Ob wir jetzt hier an neuen Orten dann noch was Neues finden sollen oder ob die Schnurrbeete auch an Orten noch platziert werden können, wo wir schon mal gewesen sind, das weiß ich ja nicht. Mademoiselle, es tut mir leid, Sie zu stören, aber ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen. Sind Sie ein Detektiv? In der Tat. Wir haben Glück, dass Sie im Zug sind. Was wollen Sie wissen? Mademoiselle, ich habe gehört, dass Sie die letzte Person waren, die den Ermordeten lebend gesehen hat. Ich weiß es nicht. Vielleicht
Ich habe die Tür seines Abteils versehentlich geöffnet. Ich war sehr beschämt. Es war ein äußerst peinlicher Fehler. Haben Sie ihn tatsächlich gesehen? Ja, er hat ein Buch gelesen. Was haben Sie dann getan, Mademoiselle? Ich ging in das Abteil der amerikanischen Dame, Mrs. Hubbard. Ich bat sie um eine Aspirin, die sie mir auch gab. Ich habe normalerweise immer Aspirin für die Flüchtlinge dabei. Aber ich habe es an ein Camp in der Türkei abgetreten. Sie brauchten es dringender als ich. Die hört sich so ein bisschen schwedisch an, finde ich. Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich habe auch absolut keine Ahnung mehr. Ich kann die so gar nicht mehr einordnen. Also Polizeiermittlerin ist sie nicht, das ist klar. Krankenschwester könnte natürlich vielleicht sein, aber ich glaube, sie ist Hausfrau. Gibt es hier so viele Hausfrauen drin? Ich weiß es nicht. Wie 72 sieht sie noch nicht aus. No, nicht gut. Keine Schwedin oder keine Hausfrau? Ich bin mir nicht sicher. Ist sie doch Deutsche? Ich muss zugeben, dass ich dieses Mal nicht richtig liege. Dann ist... Aber sie kann ja keine Krankenschwester sein, oder? Die nehmen doch normalerweise Aspirin selber mit. Moment, ich probiere erstmal eben Italienerin. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das die richtige Antwort ist. Ja, ich auch nicht. Deswegen... Okay, doch, die Krankenschwester. Ich liege schon wieder richtig. Das passiert mir häufig. 30 Fehlversuche. Nein, so schlimm war es jetzt nicht. Hat Madame Hubbard Sie gefragt, ob die Verbindungstür zwischen Ihrem Abteil und dem von Monsieur Ratchet verriegelt war? Ja. Und? War sie verriegelt? Ja. Was haben Sie dann getan? Danach ging ich zurück in mein Abteil, nahm das Aspirin und legte mich hin. Das war gegen 22.50 Uhr. 22.50 Uhr ist sie ins Bett gegangen. Ist noch jemand in Ihrem Abteil? Ja, eine junge englische Dame. Sehr nett, sehr liebenswürdig. Hat sie nach der Abfahrt in Winkowski das Abteil verlassen? Nein, da bin ich mir sicher. Warum sind Sie sich da so sicher, wenn Sie doch geschlafen haben? Ich habe einen sehr leichten Schlaf. Ich bin es gewohnt, bei jedem noch so kleinen Geräusch aufzuwachen. Ich bin sicher, dass ich aufgewacht wäre, wenn sie vom oberen Bett aufgestanden wäre. Haben Sie selbst das Abteil danach verlassen? Nicht vor heute Morgen. Haben Sie einen scharlachroten Seidenkimono, Mademoiselle Olson? Nein. Ich habe einen guten, bequemen Morgenmantel von Jäger. Von Jäger? Mademoiselle, rauchen Sie? Nein, ich kann den Geruch von Tabak nicht leiden. Okay, mag kein Tabak. Kann ich absolut verstehen? Wären Sie so freundlich, mir Ihre Adresse aufzuschreiben? Natürlich. Achso, ja, Rechtshänderin. Mademoiselle Olson ist also Rechtshänderin. Was es nicht einfacher macht, weil die meisten Stichwunden sind ja mit der rechten Hand. Das war ein sehr interessantes Gespräch, Mademoiselle. Ich danke Ihnen. Wenn Sie weitere Fragen haben, ich bin in meinem Abteil. Viel Glück, Monsieur Poirot. Ein Widerspruch. Okay. Dominante Hände, okay. So, Mademoiselle Olson, es ging 22.55, wieso denn jetzt 55? Sie hat eben doch gesagt 22.50 ins Bett gegangen. Hat die Nacht durchgeschlafen. Mademoiselle Olson hat sich gegen 22.30 Aspirin besorgt. Ja, könnte... Könnte passen. Denk nach, Poirot. Das kann nicht die Antwort sein. Ich weiß ja nicht, was Sie damit jetzt erreichen wollen. Debenham hieß die Blonde übrigens.
Debenham. Olsen hat sich Aspirin besorgt. Was stand hier nochmal? Hat die Abtei die ganze Nacht nicht verlassen. Wir müssen das jetzt aber nicht... Ich muss zugeben, dass ich dieses Mal nicht richtig liege. Muss ich das andersrum da reinmachen? Gibt es da einen Unterschied? Diese Antwort mag zwar falsch sein, aber ich bin nie weit von der Wahrheit entfernt. Ach so, ach, ich bin ja auch so blöd. Man sollte manchmal auch lesen, was da drüber steht. Oh, zwei Elemente auswählen, die die Widersprüche in den Aussagen aufzeigen. Ich bin so doof. Hat sich Aspirin besorgt. Hat sich hingelegt. Das passt natürlich. Sei die Frau im Korridor. Aber mit den Aussagen, wo ist da der Widerspruch? Ach so, hat die hat ja über die andere gesprochen. Laut der hat die ganze Nacht durchgeschlafen, aber die hat gesagt, die hat um 5 Uhr eine Frau im Korridor gesehen. Sag mal, meine Gehirnzellen sind noch total eingefroren von draußen. Muss ich jetzt nochmal zwei wählen? Nee, ich wollte gerade sagen. Seltsam, diese Geschichte. Wenn Mademoiselle Olson einen so leichten Schlaf hat, warum hat sie mir dann nicht erzählt, dass Mademoiselle Debenham aufgestanden ist? Sie legte sogar Wert darauf, mir das Gegenteil zu sagen. Das war einfach. Konfrontiere Olson, das ist die hier vorne, ne? Die ist jetzt gegangen. Ja. Moment, wo sind die denn? Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Ah, hier unten. Zimmer 104. In der Richtung, ne? Sie ist noch hier. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob sie jetzt zu sich gegangen ist oder ob sie, ja, essen gegangen, wahrscheinlich eher nicht. 104. Bin ich jetzt mal gespannt. Wenn sie nicht auf ihrem Zimmer ist, dann müsste sie ja irgendwo beim Essen oder so sein. 7, 6, 5. Verzeihen Sie die Störung, Mademoiselle Olson, aber etwas, was Sie mir vorhin gesagt haben, verwirrt mich. Oh, bitte kommen Sie herein. Was versteckt sie da? Wie können Sie sicher sein, dass Mademoiselle Debenham die ganze Nacht im Bett war? Wie ich Ihnen bereits sagte, habe ich einen sehr leichten Schlaf. Das kleinste Geräusch weckt mich auf. Wenn Frau Debenham aus ihrem Bett aufgestanden wäre, hätte ich sie gehört. Ich bin heute Morgen gegen 8 Uhr aufgestanden. Sie hat tief und fest geschlafen. Was ist die Lüge? Wie ich Ihnen bereits sagte, habe ich einen sehr leichten Schlaf. Kann ja sein. Das kleinste Geräusch weckt mich auf. Das kann auch sein. Wenn Frau Debenham aus ihrem Bett aufgestanden wäre, hätte ich sie gehört. Mag sein. Ich bin heute Morgen gegen 8 Uhr aufgestanden. Sie hat tief und fest geschlafen. Kann aber natürlich auch sein. Wobei, 8 Uhr, hatte sie gesagt, sie ist um 5 Uhr wach geworden oder sie ist um 5 Uhr aufgestanden, also die andere? Ich meine, sie hatte gesagt, sie ist aufgestanden. Sie lügt. Aber warum? Okay. Hätte ich sie gehört, das kleinste... Ich weiß, dass es irgendwo einen Hinweis auf ihre Lügen gibt. Die Wahrheit kann sich nicht ewig vor Poirot verstecken. Sind Sie sicher, dass Sie sie gehört hätten? Ja. Warum fragen Sie? Der Zug hielt an Kopfschmerzen. Ja, gerade wegen den Kopfschmerzen wird sie theoretischerweise nicht durchgeschlafen haben.
Ich habe Mademoiselle de Benham gesprochen und sie sagte mir, dass sie gegen 5 Uhr morgens aufgestanden sei. Sie öffnete die Tür und schaute den Korridor hinunter. In diesem Moment sah sie eine Frau in einem roten Kimono. Wie können Sie sich das erklären? Ich glaube, ich muss wohl sehr fest geschlafen haben. Oh, macht mich das zu einer Verdächtigen? Ich beschuldige niemanden, Mademoiselle. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich versuche gerade herauszufinden, was gestern Abend passiert ist. Vielen Dank für Ihre Aussage, Mademoiselle. Kann man hier noch irgendwas... Führe die Befragung fort mit der anderen, oder? Die Zugpassagiere. Ach so, ja, stimmt. Wir haben noch... Wie viele? 4 Stück insgesamt noch, die wir befragen müssen. Genau, der eine weigert sich ja. Ich weiß nicht mehr, wo er genau drin war. Nein, ach ja. Obwohl... ich weiß nicht, ob man ihn auch befragen soll. Wie geht es Mademoiselle Locke, Doktor? Ihre Vitalwerte verbessern sich, aber sie ist immer noch bewusstlos. Ich verstehe. Danke, dass Sie sich um sie kümmern. Na gut, okay. Ich dachte, vielleicht kann er uns noch irgendwas sagen, eine Beobachtung. Ich muss sicher sein, bevor ich den Captain beschuldige. Ja, klopf bloß nicht nochmal an. Okay, dann... Wir müssen ja mit dem einen auch noch sprechen, dass der die beobachten soll. 202 sind wir. Diesmal habe ich drauf geachtet. Da ist scheinbar auch überall keiner drin. Dann sind die alle noch drüben. Will ich doch mal hoffen, dass keiner aus dem Zug rausgesprungen ist oder so. Mit der können wir jetzt nicht mehr reden momentan. Dann gehen wir mal weiter. Hallo? Ich werde Sie stattdessen beobachten. Ich stattdessen beobachten. Wer ist sie denn jetzt? Die mit den kurzen braunen Haaren. Das ist die, ne? Das ist die Schmidt. Wieso steht da nicht drin, dass sie eine Rechtshändlerin ist? Schmidt. Rechts. Also, Rechtshändlerin. Gut. Das sind auch beides Rechtshänder. Ich werde wachsam sein. Was ist es denn? So, Rechtshänder. Das war der zweite Typ, glaube ich, ne? Rechtshänder, Rechtshänder. Das war einfach. Ja, ich habe ja auch nur geguckt. Ich muss mir merken, ob die Verdächtigen dich zuvor rechts- oder linkshänder. Das war aber nicht die Szene, die wir jetzt eben hatten. Aber ich meine, man sieht es ja, sie ist Rechtshänderin. Hervorragend. So, er hat mit rechts geschrieben, daran erinnere ich mich sogar auch noch. Richtig. Das war einfach. Okay. Dann noch mit ihm reden. Monsieur Fouché. Darf ich Sie kurz stören? Selbstverständlich. Was kann ich für Sie tun? Es geht natürlich um den Mord an Monsieur Ratchet. Können Sie mir sagen, was Sie gestern Nacht gemacht haben? Ich verstehe. Gestern Abend habe ich mit Otaro eine Pause am Bahnhof Vinkovci gemacht. Wir sind dann zu unserem Quartier in den Personalunterkünften gegangen, einem Teil des Gepäckwagens. Freya war dort und hat gelesen. Ich bin gleich danach ins Bett gegangen. Freya ist jetzt dort, glaube ich, und Otaro ist in der Küche. Sie können meine Aussage bestätigen. Um wie viel Uhr war das? 23:30 oder kurz danach. Es begann heftig zu schneien. Ich verstehe. Merci.
Es begann heftig zu schneien. Könnten Sie mir bitte Ihre Adresse auf diesem Stück Papier notieren? Möchten Sie mir einen Besuch abstatten? Wer weiß, Monsieur Fouché. Jo, ich weiß nicht, wie gut er jetzt damit schreibt. Er hält es ein bisschen komisch. Aber er ist auf jeden Fall Rechtshänder. Er ist Rechtshänder. Daran besteht kein Zweifel. Rauchen Sie? Ich versuche aufzuhören, aber ja. Ich rauche jetzt nur noch eine Schachtel Zigaretten pro Woche. Wenn Sie auf der Suche nach einem Kettenraucher sind, sollten Sie mit Otaru sprechen. Mhm. Otaru ist Kettenraucher. Okay, und er selber? Wie heißt er denn überhaupt jetzt? Merci, Monsieur Fouché. Achso, ich werde auf Sie zurückkommen, wenn ich weitere Fragen habe. Genau, der ist auf jeden Fall auch Raucher. Das schreiben wir auch mal direkt mit auf. Gut. Gucken wir mal in der Küche. Es ist gar nicht die Küche, aber egal. Vielleicht finden wir hier nochmal was Neues. Letztes Mal konnten wir ja auch... Ah! 6 von 40. Eine weitere wunderbare Trophäe für meine Sammlung. Magnifique. Also lohnt es sich vielleicht doch nochmal auf den Toiletten nachzugucken. Nicht, dass man da vielleicht irgendwo in der Ecke dann noch mal was findet. Hier könnte ja theoretisch auch jedes Mal in der Ecke was drin sein. Das ist schon ein bisschen nervig, dass man überall noch mal nachgucken muss. Nun, mon ami, ich hoffe, Sie kommen mit Ihren Ermittlungen voran. Ich bin noch nicht fertig, aber es geht voran, oui. Ich habe noch viele Fragen, die beantwortet werden müssen. Ich werde Ihnen Bericht erstatten, sobald ich kann. Okay, er ist auch Rechtshänder. Hallöchen. Es dürfte der sein, hat der Magenschmerzen? Ah, Monsieur Mori, hätten Sie ein paar Minuten Zeit für mich? Ich habe einige Fragen an Sie. Sehe ich so aus, als könnte ich Fragen beantworten? Der ganze Raum dreht sich. Mein Kopf explodiert gleich. Oh, haben Sie letzte Nacht gefeiert? Feiern? Wenn Freya-san immer gewinnt? Was sage ich da? Wenn Sie möchten, dass meine Antworten auf Ihre Fragen einen Sinn ergeben, helfen Sie mir, mich zu erholen. Sehen Sie den Magneten am Kühlschrank? Das ist mein besonderes Rezept. Ich nenne es mein Überlebenselixier für den Tag danach. Wenn Sie mir mein spezielles Elixier machen könnten, überlebe ich vielleicht lang genug, um Ihre Fragen zu beantworten. Joe kennt das Rezept sehr gut. Er kann Ihnen bei der Zubereitung helfen. Nun gut, Monsieur Mori, wenn es sein muss, muss es wohl sein. Ich werde Ihnen Ihr Überlebenselixier für den Tag danach zubereiten. Dann überlebt er den Tag vielleicht. Okay. Was wird er sein? 55 schon? Ja. Ich hätte ihn jetzt eher so für 40 geschätzt. Okay, Überlebenselixier für den Tag danach. Mal schauen. Also, Saft einer halben Zitrone, 15 Milliliter frisches Sprudelwasser. 15 Milliliter, ist aber wenig. 6 Minzblätter und 5 Ingwersaft. Was ist das hier? Ach du Schande. Das sieht mir nach einem Rätsel aus. Oje, oje. Dann würde ich aber sagen, weil das bestimmt noch ein bisschen länger dauert, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen, weil sonst die Folge wahrscheinlich überhand nehmen wird. Und dass wir uns das Rätsel bzw. das Überlebensrezept, damit uns der arme Kerl nicht vor der Nase wegstirbt sozusagen, in der nächsten Folge angucken werden. Bis dann. Ciao.
Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.